Willkommen zu einem kleinen Test des neuen iPhone 4S. Hier in der weißen Variante mit 32 GB Speicher. So, nun schauen wir uns erst einmal die Verpackung an. Hier sehen wir nochmal die 32 GB Version. Insgesamt gibt es 6 verschiedene Versionen. 3 in weiß, 3 in schwarz, einmal mit 16, 32 und 64 GB. Die Verpackung ist recht klein. Dort befindet sich natürlich das Telefon. Direkt darunter ein paar Anleitungen. Der obligatorische Stift, um die SIM-Karte zu öffnen, beziehungsweise den Schacht dafür. Etwas Anleitungen, die üblichen Apple-Sticker. Lizenzvereinbarungen und das war es auch schon. So, hier haben wir einmal den Netzstecker, die Kopfhörer und den Dock-Connector zu USB-Anschluss. So, der berühmte Todesgriff des iPhone 4 gibt es nicht mehr. Die Antenne wurde stark verbessert und in sämtlichen Handbewegungen und Griffen bricht das Antennensignal jetzt nicht mehr stark ab. Im Vergleich zum Vorgänger ist nun ein Doppelkern-CPU vorhanden mit jeweils ungefähr 800 MHz. Die RAM-Anzahl ist gleich geblieben. Als weitere große Neuerung ist eine stark verbesserte Kamera. Diese löst nun 8 Megapixel auf und nimmt auch Full-HD-Videos auf mit Videostabilisator. Hier einmal kurz der Autofokus. Man kann nun auch sehr schnell mehrere Bilder hintereinander machen. Die Farbtreue der Kamera ist sehr gut und sehr neutral. Es gibt praktisch keine Farbverfälschungen mehr. Auch die Kamera-Applikation öffnet sich sehr, sehr schnell. So, und wie man sehen kann, kann man auch mehrere Bilder in sehr, sehr schneller Reihenfolge hintereinander schießen. So, aber nun schauen wir uns einmal den Internetbrowser an. Hier kann man noch einmal kurz die neue Geschwindigkeit des A5-CPUs verdeutlichen. So, hier noch einmal ganz kurz der Internetbrowser. Ein Vergleich zwischen 3 verschiedenen Smartphones und natürlich auch hier mit dem iPhone 4S habe ich bereits gemacht. Das Video kann man hier auf meiner YouTube-Webseite ansehen. Allgemein gibt es eigentlich nichts Großartiges Neues zu berichten, nur dass der Webbrowser durch den neuen Doppelkern-CPU noch einmal einen Tick schneller geworden ist. An den entsprechenden Webstandards ändert sich natürlich nichts. Es ist derselbe Browser wie im iPhone 4 und auch iPhone 3GS. Wie man sehen kann, laden alle Webseiten sehr, sehr gut. Ja, da gibt es eigentlich nichts weiter darüber zu sagen. Eine der hauptneuesten Änderungen ist natürlich der neue Sprachassistent namens Siri, in dem man mit ganz normalem Sprechen Befehle ausführen kann. Das werde ich jetzt nun gleich zeigen. So, mit einem langen Drücken auf die Home-Taste wird der neue Sprachassistent aktiviert. Suche im Internet nach einem Pizzaladen. Nach einem Pizzaladen suchen. Man muss aber natürlich immer noch dazu sagen, es ist noch eine Beta-Version. Siri soll erst
Stell meinen Wecker auf 20 Uhr. Er wurde für Im Laufe 20 des Uhr Jahres bestellt. fertiggestellt sein. Lösch den Wecker für 20 Uhr, bitte. Ich habe den Wecker für 20 Aber die Uhr Qualität gelöscht. ist jetzt schon sehr, sehr gut. Erinnere mich morgen um 7 Uhr, dass ich Kaffee kochen muss. Ist deine Erinnerung für morgen um 7 Uhr. Soll ich sie erstellen? Man sollte stets Ja. klar und deutlich reden. Okay, ich erinnere dich. Erinnere mich, wenn ich im Büro bin, dass ich Kaffee kochen muss. Natürlich hat Siri mit starken Hier ist Akzenten deine und Dialekten Erinnerung. Sie wird Probleme. ausgelöst, sobald du bei der Arbeit ankommst. Soll ich sie erstellen? Abbrechen. Wer bist du, Siri? Wer bist du, Siri? Es ist unwichtig, wer ich bin. Wo kommst du her? Es steht doch auf dem Karton. Ich wurde von Apple in Kalifornien entwickelt. Wie viele Termine habe ich? Okay, hier sind die Termine in deinem Kalender. Wie ist das Wetter am morgen? Hier ist die Vorhersage für morgen. Brauche ich einen Regenschirm? Ich denke nicht, dass es im Moment regnet. Pizzaladen. Entschuldigung, ich verstehe. Pizzaladen? Nicht. Suche im Internet nach Pizzaladen. Das Web nach Pizzaladen durchsuchen. Notiere, der Himmel ist blau, der Weg ist groß und der Ball ist grau. Ist die Notiz. Geht doch. Vielen Dank. Das habe ich doch gern für dich gemacht. So, das war Siri und das war das Preview des iPhone 4S. Vielen Dank und auf Wiedersehen.